Hi, hier sind Julian und Steffi. Jetzt geht's um Broom Service. Room Service ist 2015 rausgekommen im Ravensburger Verlag von Andreas Pelikan und Alexander Pfister. Steffi wollte es hochhalten, ich übernehme das Julian. mal. Sieht ungefähr so aus. Ist eine Weiterentwicklung von Rich Brew. Ich kann es nicht aussprechen, ist egal. Es ist ein blödes Wort auf Klang Englisch. noch ganz gut. Danke. Es ist ein Kennerspiel. Zum Kennerspiel des Jahres 2015 gemacht. Ist aber vielleicht, ja, die Leute sagen immer Kennerspiel, Familienspiel, das ist die ewige Geschichte, die Streitigkeiten. Und in dem Fall ist es wirklich grenzwertig. Ja, in dem Fall sagen wir, es ist Familie, grenzwertig und viel wir werden Spieler. Kommentare sehen. Ist für 2 bis 5 Spieler. Wie viel Minuten? 45 bis 75. Wir saßen letztens zu viert circa 2 Stunden dran. Ja. Genau, das eigentlich so zu den Hard Facts und wir steigen gleich mal ein in die kleine Fantasy-Welt Regelerklärung. Also von Room Service. mit der Regelerklärung. Richtig. Das ist der Spielaufbau für aktuell 2 Personen. Wir haben in der Mitte einen Spielplan mit ganz vielen Landschaften. Drumherum ist eine Siegpunkteleiste. Wir haben hier, also es gibt 2 Spielplanseiten. Wir drehen jetzt oder wählen jetzt die Seite mit den 2 Burgen, die rote Banner haben. Dort setzen wir jeweils eine unserer Spielfiguren, unsere Hexen ein, den Siegpunktemarker auf die 0. Dann haben wir hier 18 unserer Gewitterwolken platziert. Des Weiteren hat jeder einen Trank einer Farbe sowie einen Zauberstab. Bei 3 bis 4 Spielern hätten die anderen beiden jeweils 2 Zauberstäbe. Jeder hat 10 Karten, 10 Rollenkarten in seiner Farbe. Dann haben wir noch Ereigniskarten. Da haben wir eigentlich, oder da gibt es 10. Wir sortieren aber zu Spielbeginn immer 3 ungesehen zurück in die Schachtel, sodass diese 7 Ereigniskarten auch gleichzeitig als Rundenzähler fungieren. Da wird am Anfang jedes Durchgangs ein Ereignis aufgedeckt. Kommen wir gleich noch zu. Und wir haben beim Spiel 2, 3 oder 4 Spieler verwunschene Rollen. Beim Spiel zu zweit werden dann 3 davon aufgedeckt. Und das sind unsere verwunschenen Rollen. Das heißt, dass wir diese Karten, also es hat wirklich jeder die gleichen Rollen, und die tauchen da unter anderem auch wieder auf. Und wir können diese Karten trotzdem spielen, müssen die aber immer mit 3 Siegpunkten bezahlen. Was ist das Spielprinzip? Wir bewegen uns auf diesem Spielplan über die verschiedenen Landschaften und wollen die Ressourcen, die wir im Laufe des Spiels auch noch sammeln, wollen wir bei diesen Türmen, die verschiedene Farben haben, nämlich die unserer Tränke, die wollen wir abliefern und bekommen dort zum einen Siegpunkte und manchmal eben auch Zauberstäbe. Wozu die Zauberstäbe? Die brauchen wir, um in Gebiete zu reisen, die Gewitterwolken haben, denn dort müssen wir erst mittels unserer Zauberstäbe die Wolken entfernen. Die Weghexen. Weghexe, oh, Entschuldigung. Wie viel Zauberstäbe wir dafür abgeben müssen für eine Gewitterwolke, steht in den Sternen in der Wolke. Und wie bewegen wir uns jetzt und wie geben wir Tränke ab? Das machen wir mittels unserer Rollenkarten. Zu Beginn eines jeden Durchgangs, also einer dieser 7 Runden, wählt jeder Spieler immer verdeckt 4 Karten aus. Und unter diesen Karten verbirgen sich einerseits Hexen. Die Hexen können immer genau in das ein benachbartes Gebiet gehen und dort in den dort liegenden Türmen einen Trank abliefern. Die Druiden können genau in diesem Gebiet, in dem ich mich befinde, einen Trank abgeben. Die Sammler, die wir haben, die sind gebietsunabhängig. Wenn ich einen Sammler ausspiele, zum Beispiel einen Wurzelsammler, dann kann der mir bestimmte Tränke liefern oder sammeln. Und möchte ich zum Beispiel in dieses Gebiet und möchte vorher diese Wolke entfernen, dann spiele ich die Wetterfee aus, mit deren Hilfe ich diese Wolken entfernen kann. Siegpunkte kann ich eben nicht nur durch das Entfernen, Quatsch, durch das Abliefern von Tränken bringen, also an den Türmen, sondern auch durch das Entfernen der Wolken, denn die haben Blitze auf ihren Wolken. Und für eine entsprechende Anzahl an Blitze bekomme ich eine entsprechende Anzahl an Siegpunkte. Und die
wird halt mit der mit einer immer größer werdenden Anzahl immer größer. Das ergibt schon Sinn. Auf der Karte stehen tatsächlich noch die Ressourcen drauf, die man zum Ende haben kann, um auch noch zusätzlich Siegpunkte zu bekommen. Mhm. Und auch Amulette. An der Stelle einmal ganz kurz gesagt, wir spielen jetzt hier einmal das Standardspiel ohne Erweiterungen an und das zeigen wir euch also auch. Also nicht Erweiterung, ohne Variante. Ja, ohne Variante, genau. Okay, unser Ereignis für diesen Durchgang ist der Schwarzmarkt. In diesem Durchgang erhält jeder, der eine Rolle feige spielt, anstatt der entsprechenden Aktion 3 Siegpunkte, wenn er dies möchte. Kann man machen. Kommen wir nämlich jetzt noch zu diesen Rollenkarten im Speziellen. Wir haben also nicht nur die Rollen Hexe, Druide, Sammler und Wetterfee, sondern jeder dieser Karten hat eine mutige Seite, also eine mutige Aktion und eine feige. Das bedeutet, die mutige Aktion oder die mutige Hexe, wenn ich die ausspiele, die... Oh! Also die mutige Aktion bringt mir meist immer ein bisschen mehr, entweder Siegpunkte oder die kann noch irgendwas. Ja, Steffi hat vorhin gesagt, zum Beispiel die Hexe kann einmal weitergehen und einen Trank ausspielen. Feige gespielt, darf sie nur gehen. Mutig gespielt, darf sie gehen und den Trank ausspielen, ja. Beispielsweise. Möchte ich aber diese mutige Aktion machen, kann ich das unter Umständen nicht, denn... Wenn ich eine Karte spiele, also wie zum Beispiel eine, nur als Beispiel, die mutige Hügelhexe, müsste ich erst abwarten, ob die Spieler, die nach mir kommen, nicht auch zufällig diese mutige Hügelhexe zufällig spielen wollen. Denn jede Karte, die ich lege, müssen die anderen bedienen. Das heißt, sie müssen nicht unbedingt zwangsläufig auch die mutige Hügelhexe spielen, aber sie müssen auf alle Fälle die Hügelhexe hinlegen und können dann entscheiden, mutig oder feige. Bei feige kann ich auf jeden Fall die Aktion durchführen, ist halt ein bisschen weniger. Bei mutig können mir die anderen das noch streitig machen. Das bekannte Stichspiel. Genau, das ist dieses Bedien- und Stichprinzip. Unsere verwunschenen Rollen hatten wir schon angesprochen. Also in dem Fall, im ersten Durchgang haben wir den Taldruiden, die Waldhexe und die Hügelhexe. Die Rollen können wir trotzdem auswählen, müssten aber 3 Siegpunkte dafür bezahlen, wenn wir sie spielen wollen. Okay. Fangen jetzt an. Ja, machen wir mal schnell einen Durchgang. Röntgenblick aufgesetzt. So. Hier noch kurz als Hinweis, wir haben uns, haben wir es vorhin schon gesagt? Nein. 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 Wir haben uns einen Startspielmarker erstellt, einen LMS. Das ist unser letzter mutiger Spielermarker. Dann ist das passt absolut. LMSM. Ach so, LSMM. LMSM. Ich weiß nicht. Hätten wir noch ein M hinten schreiben sollen? Hat nicht mehr gepasst. War der Plan, hat nicht gepasst. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, dass das im Spiel fehlt. Ihr werdet bestimmt gleich sehen, warum das vielleicht wichtig ist. Ich bin Startspieler, ich fange also an. Zeig mal, was du hast. Und ich wähle eine Karte und entscheide mich für die Wetterfee und sage, ich möchte die feige Wetterfee sein, denn ich denke, Julian möchte vielleicht auch eine Wolke entfernen. Ich verzichte also auf die 3 Siegpunkte, führe diese Karte aber auf alle Fälle durch, bezahle einen Zauberstab für diese Wolke. Jetzt müssen alle anderen ihre Wetterfeen auf den Tisch packen. Sie hatte völlig richtig gesagt und vermutet, dass ich diese Karte doch haben könnte und spielen würde wollen. Ich habe sie, ich spiele sie mutig. Klar, wäre ja doof, wenn nicht jetzt. Das heißt, ich mache das Gleiche. Einmal den Zauberstab hier weg, verzauberte hier Dingsbums weg und kommt dann zu mir hier. Oh Gott. Und damit bekomme ich jetzt... Entschuldigung, ich habe sie mutig gespielt, ich habe sie weggezaubert. Wenn ich die mutig spiele, kriege ich dafür noch 3 Siegpunkte. Die möchte ich ja haben. Ist mir doch wichtig eigentlich. Ja, okay. Und dann kriege ich den Marker, der letzte mutige Spielermarker. Ja, und darfst jetzt anfangen. Und darf anfangen. Ich würde jetzt den mutigen Früchtesammler spielen. Ich mache das mal einmal kurz hier. So, ist vielleicht ein bisschen besser zu sehen. Ich spiele den mutigen Früchtesammler. Ich spiele auch den mutigen Früchtesammler.
Logischerweise. In diesem Fall würde Julian jetzt leer ausgehen. Ich kann mir zwei Tränke. Huch, Gott, ich bin so aufgeregt. Zwei Tränke und, also zwei Lilane und einen beliebigen Trank nehmen. Ich kriege jetzt wieder hier den lustigen Startmarker. Also es wechselt halt immer irgendwie hin und her und gerade im Spiel zu dritt oder viert, wenn jetzt noch die anderen dran wären, habt ihr auch den Früchtesammler und die packen den raus. Und man irgendwann vergisst man, gerade wenn man sich dann zwischendurch auch noch unterhält, wer war denn jetzt eigentlich der letzte mutige Spieler? Deswegen gibt es diesen tollen Marker. Ja. So, ich wäre wieder dran und sage, ich spiele, ich probiere es, die mutige Berghexe. Spiel mal, habe ich nicht, kann ich nicht bedienen. Meine grüne Figur wandert ins Berggelände und ich darf dort einen Trank abgeben. Nehme den grünen Trank auf einen runden Turm. Das bedeutet, dieser Turm ist jetzt besetzt, der ist einmal benutzt worden. Ich kann 4 Siegpunkte vor. Im Gegensatz zum Beispiel zu eckigen Türmen, die sind nur einmalig mehrmalig nutzbar. Ich glaube, sie haben meistens auch ein bisschen weniger Siegpunkte. Möchte ich dorthin einen Trank liefern, kommt der nicht auf den Turm, sondern in den allgemeinen Vorrat zurück. Und der Turm ist halt immer und immer und immer wieder nutzbar. Sehr gut. Ja, du hast die Berghexe nicht, das heißt, Nein. Ich bin jetzt immer noch mutiger Spieler. Lustiger, mutiger Spieler. Übrigens auch, wenn sie die Karte Feige gespielt hätte und ich nicht bedienen kann, dann hätte sie die Feige gespielt und war aber trotzdem der letzte mutige Spieler, auch wenn das eine Runde davor war. Ja, denn es müssen immer erst die Karten halt bedient werden. Genau. Ich spiele jetzt den... Oh, weh, du hast den auch, ne? Das ist ja doof. Ich spiele den mutigen Gipfeldruiden. Tja, den habe ich auch. Oh nein, 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 das ist doof. Ich wollte tja, das ist jetzt blöd. Ich müsste mich auf einem Hügel oder einem Berg befinden. Tue ich glücklicherweise schon, weil das ist ja ein Hügelgebiet. Ich spiele natürlich auch den mutigen. Ich wäre ja schön blöd, wenn ich das nicht tun würde. Oh, Scheiße, das war doof. Ja. Das bedeutet, sie darf nichts machen, ich darf da was machen. Ich könnte hier einmal die 3 Siegpunkte holen auf dem eckigen und damit den nicht belegen. Ich könnte aber auch hier auf diesen gehen, einen Siegpunkt holen und einmal was zum Freizaubern. Ich wollte nämlich auch einen Zauberstab. Gehe ich einmal einen Siegpunkt weiter, plus die 3, weil ich mutig gespielt habe. Oh, jetzt habe ich dich fast weggekickt. War überhaupt nicht mein Plan. Okay, dann kann Steffi jetzt gar nicht mehr spielen. Ich bin eh letzter mutiger Spieler und kann meine letzte Karte spielen. Ich weiß aber, dass sie die Karte, die sie nicht hat, nicht mutig spielen kann. Sie hat ja keine mehr. Sehr gut. Also spiele ich einmal die Hügelhexe als mutige Hügelhexe. Bedeutet, ich darf auf einen Hügel gehen und dort einen Trank loswerden. Aber die Hügelhexe liegt auch hier schon als verwunschene Karte. Sprich, ich muss 3 Siegpunkte abgeben, um die überhaupt benutzen zu dürfen. Gehe ich wieder zurück, treffe ich Steffi, besteige sie. Du bist ja auf dem Hügel. Also. Genau, ich bin auf dem Hügel. Ich habe den Hügel bestiegen mit Steffi. So, und kann hier einmal hingehen. Als mutige Hexe darf ich natürlich einen Trank ausspielen, ausliefern. Und in dem Fall ist es sinnvoll, den zu nehmen mit den 4 Siegpunkten, damit sich die 3 Siegpunkte auch gelohnt haben. Ja. 2, 3, 4, die ich dafür bezahlt habe. Und der Hügel ist belegt. Genau, ich bleibe der letzte mutige Spieler. Das ist der erste Durchgang. Wir würden alle Karten wieder auf die Hand nehmen. Wir hatten hier unseren Schwarzmarkt. Wir haben unsere Aktion entweder mutig oder feige ausgespielt. Das heißt, keiner wollte diese 3 Siegpunkte haben. Das ist im Spiel zu dritt oder viert ganz lukrativ. Wenn man es einfach nicht mehr machen kann. Nicht wirklich leer ausgeht. Genau. Jetzt für den zweiten Durchgang würde eine zweite Ereigniskarte aufgedeckt werden. Auch die würden wieder gemischt werden und 3 neue Rollenkarten, also 3 neue verwunschene Rollen aufgedeckt werden. Ja. Schade, dass nicht die gleichen sind. Ja, fast. Ich glaube, nur die Heidehexe ist anders. War gemischt. Ja, und so bewegen wir uns jetzt eigentlich über das Feld, versuchen vielleicht hier sowas frei zu spielen mit 9 Siegpunkten oder an diese sehr hochwertige Wolke zu kommen, um am Ende halt möglichst viele Punkte zu bekommen. Ich glaube, das war's. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Denn die Blitzer, die sind halt echt nicht zu unterschätzen.
Nach 7 Runden würden wir dann tatsächlich einfach nur noch unsere Endwertung machen. Das heißt, die Punkte, die wir hier gewandert sind, plus die bis dahin gesammelten Blitze und das, was an Ressourcen am Ende vielleicht noch über ist. Für 3 verschiedene von 4 kriegen wir 2 Punkte je Set und für alle 4 verschiedenen kriegen wir 4 Punkte je Set. Mehr passiert dann auch nicht mehr. Ja. Wer am meisten hat, gewinnt. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Kommen wir zum Fazit von Broom Service und beziehungsweise zu unserer Einschätzung. Kommen wir zur Einschätzung von Broom Service. Klingt doch schöner. Ja. Zu unserer Einschätzung. Also prinzipiell, wir waren erstmal wirklich positiv überrascht von dem Spiel, nachdem wir es halt gespielt haben. Logisch nicht vorher. Wir waren richtig überrascht. Das Cover hat uns so umgehauen. Nee, ehrlich gesagt nicht, nein. Nee, tatsächlich dachte ich, es sah für mich halt irgendwie so ein bisschen wie ein Kinderspiel aus. Obwohl hier Kennerspiel steht, aber irgendwie, mich hat das nicht wirklich so angesprochen. Ja, das Cover sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie so ein Spiel aus frühen 2000er, vielleicht sogar Ende 90er. So mit so einer Farbe außenrum. Denk mal an San Juan oder Puerto Rico. Ja, das stimmt. Das ist der Aufbau. Fast die gleichen Spiele, aber das sieht halt ähnlich aus. Ne? Ganz oft gewählt, ich weiß nicht warum. Ich mag auf jeden Fall so den Mechanismus mit dem Stichprinzip, Bedienprinzip. Julian mag das nicht so, weil es ein bisschen dadurch unvorhersehbarer wird. Falsch. Ich mag das bei 2 Spielern, ja, weil ja, da kann ich es einschätzen. Ja, wollte ich ja gerade noch sagen, ja. Na. Also, ich mag es bei 2 Spielern sehr, weil da kann ich mir angucken, wo steht die andere Person, kann abschätzen, was macht sie und wie kann ich vielleicht sogar den Zug der Person, meines Gegners, meines Spielpartners, einfach mal so richtig zerstören, indem ich sie dazu zwinge, eine Karte auszuspielen, die sie erst später spielen möchte. Das heißt, ich durchdenke auch ihren Zug. Das kann ich bei 4 Spielern nicht. Wenn ich zumindest in einem vernünftigen Tempo spielen möchte, ist es nicht möglich. Das nicht, aber es ist nicht dann völlig aussichtslos, dass man nicht selbst planen und beeinflussen kann. Denn wenn ich weiß, ich bin der Startspieler, wähle ich die erste Karte schon so, dass ich sie entweder... dass ich weiß, okay, ich locke die anderen aus der Reserve und spiele sie einfach feige. Oder ich weiß ganz sicher, dass die anderen das nicht haben. Also ich kann es schon beeinflussen. Die anderen haben es letztes Mal auch verloren und ich habe übelst haushoch gewonnen. Vielleicht war das... Ist schon möglich. Ich wollte aber tatsächlich noch mal ganz kurz zum Design zurückkommen. Ach so. Denn da ist auch so eine kleine Schwierigkeit eben mit diesen Türmen. Das heißt, wenn man das erste Mal spielt... dann weiß man nicht so ganz, die Türme, die stehen da irgendwo, die überkreuzen sich so ein bisschen an den Wegen und an den Weggabelungen und das am Anfang haben wir gedacht, hä, wie soll das denn jetzt funktionieren? Zu welcher Landschaft gehört der Turm? Ja. Tatsächlich ist es ja einfach so, dass der dann angrenzt, weil er an diesem Weg steht. Und das ist auch die einzige Sache, die in den Regeln zuerst, vielleicht steht es sogar klar drin, aber die wurde nicht besonders klar. Regeln sind... super schnell verstanden. Ja, die Regeln sind nicht so. Ja, kann man super schnell auch erklären. Ihr habt es jetzt auch gesehen, es war jetzt kein krasser... Sehr gut. War jetzt wirklich keine komplizierte Sache oder so. Es ist mit diesen Aktionen, die man noch hat, ich zeige jetzt drauf, obwohl die Kamera oben gar nicht mehr läuft, mit diesen runden Ereignissen, sage ich mal, was wird in dieser Runde vielleicht zufällig gewertet. Ganz interessant, das macht es nochmal spannender. Die Variante müssen wir noch anspielen, noch testen, ob das auch nochmal so ein bisschen was rauskitzelt. Und natürlich mit den verwunschenen Rollen macht es auch, gerade bei 2 Spielern nochmal, nicht strategischer, taktischer wäre das richtige Wort, weil wir da noch viel mehr den Gegner einschätzen können. Ansonsten haben wir ein lustiges Maß an Interaktionen. Wir haben den gleichen Spielplan. Wir versuchen natürlich da bestmöglich durchzukommen. Und das ist eigentlich ganz witzig. Ja. Ja. Es ist eigentlich, ich finde es eine gute Mischung aus ein bisschen Glück, viel Interaktion und Plan. Und ja. Also viel Glück finde ich gar nicht. Naja, Glück im Sinne von, wenn 4 Spieler sind, dass du... deren Strategie, deren Taktik, deren Plan nicht wirklich durchdenken kannst. Ja. Glück ist, sind halt die Karten, die man aufdeckt nach dem Mischen tatsächlich, die verwunschenen Rollen, finde ich. Und natürlich auch die Bewertungs-, die Ereigniskarten, um sie so zu nennen. Die sind ganz witzig. Genau, also das ist so die... Ja, das andere ist halt, ich schätze ab. Also hat wenig mit Glück zu tun. Ja, okay. Genau. Die Geschichte zu diesem Spiel.
Es ist ja eine Weiterentwicklung von einem anderen Spiel, das hatten wir anfangs schon mal gesagt. Interessant an der Stelle vielleicht auch, das Spielmaterial ist sehr ähnlich. Wir haben es nicht gespielt, aber es sieht sehr ähnlich aus, mit Ausnahme, dass eben der Plan fehlt. Deswegen lassen wir es mal erstmal kurz raus. Nichtsdestotrotz, die Geschichte zu diesem Spiel ist in meinen Augen austauschbar. Ich muss hier nicht zwangsläufig ein Hextech-Spiel machen. Ja. Es ist jetzt, ich weiß nicht, ich nenne es jetzt mal vielleicht ein kleines bisschen aufgesetzt, aber es funktioniert. Das, ja, aber das finde ich immer so einer Kritik so, oh, welches Spiel ist aber wirklich so perfekt. Da gebe ich dir recht. Also wenn wir jetzt ein thematisches Spiel haben. Entweder eben mögt das Thema oder nicht, fertig. Wenn wir jetzt ein thematisches Spiel haben, eine Wirtschaftssimulation und wir müssen eine Klinik aufbauen, Steffis Lieblingsspiel, die Klinik. ich verlinke es hier oben mal. Sehr gut, ich wollte das immer schon mal machen. dann kann man aus diesem Thema, wenn man ein Gebäude aufbaut, tatsächlich gar nicht wirklich raus. Das ist schon echt schwierig. Hier ist es halt ziemlich seicht. Es hat nicht so extrem Tiefgang, dass man sagen würde, ich kann jetzt hier, weiß ich nicht, das Thema nicht austauschen. Tausend Möglichkeiten ausschöpfen und so. Genau. Ja, ja, das stimmt. Das ist... Ja, aber... Ist okay. Ich höre nicht Bibi und Tina, deswegen bin ich jetzt noch nicht so ein Hexenfreund. aber ich höre es manchmal doch, weil es beim Putzen läuft. Oh, intime Geheimnisse. Ich hoffe, es gibt auch Leute, die das auch hören. Mit Sicherheit. Ansonsten würde ich das Spiel eigentlich, kann man das schon so ein bisschen jedem empfehlen. Ich würde es aber tatsächlich in die Richtung Familienspiel packen. Ja, und jetzt nicht. Vielspieler vielleicht, weil es so zwei, drei Kniffe hat oder so vom Ablauf vielleicht nicht gleich nachvollziehbar, aber wirklich kein. Also für mich wäre es überhaupt nicht schlimm gewesen, wenn hier stehen würde, ein Spiel nur für zwei Personen. Punkt. Aber es war zu viert auch lustig. Ja, nein. Nicht für mich. Es hat Spaß gemacht, das Spiel mit den beiden zu spielen. Gar keine Frage. Weil du Haushoch verloren hast. Ich war Zweiter, die anderen waren noch hinter. Also bei weitem. Aber es war trotzdem nicht so cool wie zu zweit, wo ich dich ärgern konnte. Da habe ich ja gewonnen. Vielleicht mag ich es deswegen. Das ist wieder okay. Naja. So. Ansonsten kommen wir noch zu unserer Bewertung abschließend. Ja. Und weil ich so viel gelabert habe in der Bewertung, und überlasse ich das Steffi. Ja, wir haben dem Spiel insgesamt eine 7,5 gegeben, wobei Julian eben beim Vierspieler-Spiel doch ein bisschen tiefer gegangen ist mit seiner Bewertung. Da haben wir uns dann ein bisschen in der Mitte getroffen. Beim Spiel zu zweit sind wir uns da schon einig. Es ist witzig, überraschend auf jeden Fall. Ja. Ja, vor allen Dingen nach dem Cover habe ich damit nicht gerechnet. Genau. Ja. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Abend und wünschen fröhlichen Frühlingsanfang. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.